was die Sucht für mich ist. Die Sucht ist für mich wie ein Raubtier, wie ein Tiger. Und der ist in mir drin. Und ich glaube auch nicht, dass ich daran was ändern kann. Natürlich kannst du das. Wir alle können das, sonst wären die nicht hier. Aber es ist ein gutes Bild. Was macht ihr mit eurem Tiger? Hm? Sophie? Zähmen. Ein Tiger bleibt ein Tiger, den kannst du nicht zähmen. Den musst du einsperren, sonst reißt er dich in Stücke. Das ist die Natur des Tigers. 3, 2, 1, los. Läuft. 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 Raus. Geht so eine geile Tusse am Knastfenster vorbei. Ruft der Knasti aus dem Zellenfenster. Na, Fräulein, heute in 4 Jahren schon was vor? Gut. Wir stehen im absoluten Halteverbot. Fahren Sie weg, bitte. Ja, das wissen wir, aber wir müssen hier stehen, weil meine Oma, die ist da beim Arzt und die kann nicht mehr so sehr die Hüfte sitzen. Da vorne haben wir ein Parkhaus, da können Sie reinfahren. Erste Stunde gratis. Parkhaus, erste Stunde gratis, fahren Sie los. Schauspieler. Wir sind Schauspieler. Ja, Schauspieler, wir drehen gleich hin. Mit Ihrer Oma? Nein, also wir üben hier nur. Ey, in der Stunde geht's los. Also, wir wollen es nur schon mal vorbereiten. Aha. Film. Spielen Sie mal was. Was denn? Shakespeare. Shakes. Oh! Lord! Im grünen Gewand. Luke, ich bin dein Vater. Wow, dass Sie sich mit Shakespeare auskennen, das ist ja selten in Ihrem Beruf. Dass so ein Polizist sich für Kunst interessiert, so eine ganz simple Sache. Ja, ich bin in so einer Laiengruppe von der Polizei. Aber wir haben Aufführungen auch. Also richtige Aufführungen. Ja, also schreien, lachen, weinen. Los! Ist es nicht Beamtenbeleidigung? Sie soll mich anschreien! Ich freue mich! Ich freue! Sophie, weinen! In welchem Film habe ich Sie schon gesehen? Sie gehen auch oft ins Kino? Ja, na, weniger. Aber Fernsehen? Na, dann wird's aber schwierig. Das Parfum? Lola Rent. Rummel die Katz? Schindlers Liste. Schindlers Liste? Da haben Sie mitgespielt. Ja. Also Nebenrolle. Einer von denen. Entschuldigung. Na gut, ne? Ganz ohne Gefühl. Mach ich mit jedem. Mit jedem? Sie lügen doch. Ja, das hört man immer. Das ist so ein Vorurteil. Ja, wir lügen immer. So. Also, ich habe mir jetzt eine Freistunde verschafft. Ja, es ist, ich habe ja das Gewand eigentlich schon an. Meinen Sie, wenn das Filmteam nachher kommt, ich könnte da mal durchs Bild. Das wäre, also für meine Enkel wäre das ja toll. Das wäre ich im Fernsehen. Das. Ach, das. Toll. Also, das ist toll, wenn man sowas mal aus der Nähe sieht. Los, Mann. Verpiss dich, du Arschloch! Pass auf. Du musst, also wenn man die Waffe auf die Zielperson richtet, erst einmal entsichern hinten. Erst muss das hinten runterziehen, den Hebel. Ja. Hören Sie, wir müssen nur noch die Flucht proben, ja? Ja, ganz klar. Ich warte hier, bis das Filmteam kommt, gell? Okay. Stopp, hier wird gedreht. Bitte, fahren Sie los. Und den Sichern nicht vergessen. Halt! Ludwig! Was gibt's? Was willst du mit der Waffe?
Was? In deiner Tasche. Aber spinnst du? Was hast du vor? Was mit? Deine Schwester freut sich, wenn ihr Bruder im Knast sitzt. Du willst dem Typen nicht wirklich was antun, oder? Weißt du, was es für eine Vergewaltigung gibt? Wenn überhaupt? Ein Jahr. Das ist nichts. Ich weiß, und das ist auch völlig gestört, aber du versaust dir dein ganzes Leben. Fick dich! Das geht nicht mein Leben an! Nichts. Dann halt dich da raus! Das kann ich nicht! Okay. Was würdest du tun? Was würdest du an meiner Stelle tun, hä? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Komm, gib mir das Seil. Ludwig, ich rufe die Polizei! Das tust du nicht. Doch! Leg das Ding weg. Schmeiß das Ding weg! Schmeiß es weg! Schmeiß es weg! Leg es weg.